Es geht doch, wenn auch mit freundlicher Unterstützung. Der Club feiert einen 2:1 Befreiungsschlag in Darmstadt. Derby-Sieg gegen Würzburg. Die Spielvereinigung ist extrem treffsicher beim 4:1 Heimsieg und eine bewegte und sehr erfolgreiche Zeit geht zu Ende. BMX-Fahrerin Nadja Pries beendet ihre Karriere. Wir sprechen drüber in der Toto-Sportkabine. Und ich freue mich heute auf Nadja Pries. Ich habe sie eigentlich falsch gesagt. Du beendest deine Karriere. Eigentlich ist sie ja schon zu Ende. Für alle Außenstehende wie mich war es ein abruptes Ende. Wie fühlst du dich damit momentan? Sehr gut, sehr erleichtert. Es war keine Entscheidung, die ich über Nacht getroffen habe. Es war ein längerer Prozess und ich selber wusste auch schon lange im Voraus, dass meine Karriere beendet ist, musste aber vorher noch ein paar Sachen abklären und als ich es dann endlich öffentlich machen durfte, ja, war ich erleichtert. Mit 26 Jahren noch relativ früh. Was hat sich so in der Zwischenzeit alles sich getan? Was ist passiert? Was ist auf dich eingeprasselt? Es ging eigentlich. Also das kam so tröpfchenweise. Also natürlich habe ich erst meine Sponsoren informiert und so. Das war die erste Welle, sage ich mal. Und dann habe ich das auf Instagram eben öffentlich gemacht. Und das war dann wirklich ja, so ein, zwei Tage, wo es so ein bisschen emotionaler war, weil ich dann gemerkt habe, okay, krass, es waren echt viele Leute, mit denen ich Kontakt habe, die ich wahrscheinlich vielleicht auch nie wiedersehen werde, viele Freunde aus dem Sport. Da kam schon viel und hier und da so ein paar ja, Interviews, aber letztendlich hat sich's in Grenzen gehalten. Wollte dich irgendjemand noch mal überreden? Hat gesagt, Mensch, Nadja, schau noch mal, vielleicht noch ein Jahr Olympia, da reden wir gleich noch drüber. Die Leute, die mich weniger gut kennen, ja. So, es kamen Nachfragen, warum ziehst du es nicht noch ein Jahr durch, sowas. Und die Leute, die mich aber näher kennen, die haben es absolut verstanden, von Sekunde eins. Und da hat auch niemand komisch reagiert, als ich es gesagt habe. Also jeder, oh krass. Aber ich verstehe es. Und ich glaube, die Leute, die mich eben näher kennen, die wissen, was ich die letzten Jahre durchgemacht habe, was dahinter steht und wie das an den Nerven zehren kann. Und das hat jeder verstanden, ja. Du hast gesagt, es war ein langer Prozess. Ich denke, es waren viele Kleinigkeiten, die da mit reingespielt hast. Mit wem hast du dich da ausgetauscht oder hast du es mit dir selber ausgetragen? Ist vielleicht eine externe Meinung auch da wichtig in diesem Entscheidungsfindungsprozess? Genau, also ganz am Anfang habe ich es erstmal mit mir selber ausgemacht. Habe auch teilweise ein bisschen ignoriert, was da in meinem Kopf los war. Wenn ich irgendwie komische Gedanken, Gefühle hatte, wusste ich nicht, was da los war. Und ja, wie gesagt, habe das sehr unterdrückt. Und dann kam aber eine Zeit, dass ich mit meinem Freund drüber gesprochen habe, mit meiner Psychologin. Habe eine Freundin, die ist zwar 10 Jahre jünger als ich, hat aber jetzt auch ihre Karriere beendet sozusagen. Sie stand noch ganz, ganz, ganz am Anfang, aber es war eigentlich witzig in dem Sinne, dass wir zur gleichen Zeit das Gleiche durchgemacht haben, die gleichen Gedanken hatten und wir haben uns gegenseitig auch sehr gestützt. Genau, aber erstmal habe ich das mit den nächsten Bekannten ausgemacht. Wir haben ein paar aktuelle Bilder von der Teampräsentation, die im letzten Jahr war. Wie groß war der Corona-Einfluss, muss man ja klar sagen. Es hat sich das ganze Leben auf links gedreht, es sind keine Weltcups. Es war eine ganz andere Planung. Hat man da erst mal gemerkt, was man vielleicht vermisst hat, was man entbehren musste die ganze Zeit? Genau, also bei mir war es so, dass ich im ersten Lockdown wirklich, ich war so motiviert wie noch nie. Und ich war die letzten 2 Jahre ja sehr oft eher schwer verletzt. Das hat mir jedes Mal die halbe Saison weggenommen. Und im ersten Lockdown dachte ich dann, endlich bekomme ich die Chance, mich auf die Rennen vorzubereiten. Und die Zeit, die ich brauche, weil ich bin nach meinen Verletzungen sehr schnell zurückgekommen und hatte nie wirklich Zeit, meinem Körper eben ja, beim Aufbau zu helfen. Und da dachte ich, okay, jetzt geht's richtig voran. Und dann irgendwann im Sommer kam die Zeit, wo ich wirklich Abstand brauchte und wo dann wirklich keine Rennen mehr waren,
wo ich den Fokus so ein bisschen verloren habe, mir dann aber auch die Zeit gelassen habe, mal was anderes auszuprobieren. Und ja, wie du schon sagst, da merkt man, dass es auch noch anderes im Leben gibt. Ja, also ich würde nicht sagen, dass Corona der auslösende Faktor war, aber hat mit Sicherheit auch mit reingespielt. Du hast deinen Helm mitgebracht ins Studio. Wir haben auch noch mal Bilder gesucht im Archiv, wo man dich noch mal im Dress und mit BMX sieht. Die Frage ist, wie muss ich mir jetzt deinen Alltag vorstellen? Also ich denke, ein bisschen Hamsterrad ist jetzt weniger, aber trotzdem immer noch sportlich aktiv. Also Couch-Potato kann ich mir jetzt bei dir nicht vorstellen. Nee, gar nicht. Um meinen Tag kurz zusammenzufassen, ich stehe trotzdem jeden Morgen um 6.30 Uhr oder 7 Uhr auf. Dann schreibe ich tatsächlich ein paar Stündchen an meiner Bachelorarbeit. Was mache ich dann? Meistens an meinem Bus bauen, mittags. Ich habe einen Bus an gekauft. Bus bauen? Ja, ich baue gerade einen Camper aus, selber. Genau, und am Abend trainiere ich 2 bis 2,5 Stunden. Also nichts mit Couch Potato. Irgendwann mal wieder auf dem BMX gesessen, seit der Entscheidung? Seitdem noch nicht, aber tatsächlich viel auf dem Mountainbike. Einfach mal was anderes machen, aber Radfahren mag ich trotzdem sehr, sehr gerne. Das bleibt ja ein Leben lang deine Passion. Ich stelle mir das immer so vor, wenn man sportlich ehrgeizige Ziele hat, dann richtet man sein ganzes Leben danach aus. Hast du dir irgendwas gegönnt, was du dir in 19 Jahren BMX-Profi-Dasein nicht gegönnt hast? Ja, einfach dieses, ich muss nicht trainieren. Ich muss nicht genau die Einheit um die Uhrzeit machen. Wenn mal ein Tag anders läuft, dann ist es einfach so. Das ist der große Unterschied. Es geht gar nicht darum, dass ich mir vorher alles verboten habe, aber es ist einfach dieser Druck, der abfällt. Und das ist eigentlich das Hauptding. Wie gesagt, ich trainiere genauso jeden einzelnen Tag. Auch nicht weniger vom Umfang her, überhaupt nicht. Aber es ist ohne Druck und ich mache es einfach nur, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich muss. Öffnet es die Perspektive für andere Sportarten? Super Bowl war gestern oder in der Nacht? Oh Gott, bei Football bin ich komplett raus. Gibt ja noch vieles andere. Das muss ich zugeben. Ja, wie gesagt, Mountainbike fahre ich jetzt einfach mal so just for fun und CrossFit mache ich sehr, sehr gerne auch just for fun und das ist auch das, was ich im Moment trainiere und ich habe da jetzt irgendwie nicht groß Ambitionen, die Beste der Welt zu werden oder irgendwas, aber die ein oder andere Competition wird bestimmt mal dabei sein, ja. Nadja, wir reden gleich weiter auch über deine bewegte Karriere, erfolgreich und natürlich, was du in Zukunft machen willst. Wir schauen jetzt allerdings zum Fußball und der erste FC Nürnberg kann also doch noch gewinnen. Das 2:1 in Darmstadt am Samstag nicht unbedingt schön, aber extrem wichtig. Eine Erkenntnis, der Club kann nur Drama. Der Club im Drama-Modus, geführt, umstrittenen Ausgleich, kassiert Unterzahl und dann doch noch beschenkt. Ein Eigentor ebnet den Weg zum Auswärtssieg. Die Gebete wurden erhört. Wir konnten es gar nicht richtig glauben, wollten den Punkt am Ende mitnehmen in Unterzahl und wurden dann beschenkt. Da sind wir natürlich glücklich, das nehmen wir mit. Wie gesagt, wir waren in den letzten Wochen waren wir oft der Baum, heute waren wir mal der Hund. Und das akzeptieren wir und freuen uns darüber. Der neue Clubhund musste zuletzt viel Kritik einstecken. Normal gibt es nicht. Das ist halt der Club. Der Club kann Drama gut. Und immer wenn Drama ist, ist auch der Schleuse dabei. Anscheinend auch so heute wieder. Für mich war es das erste Mal, dass ich es live erleben konnte. Wir haben natürlich schon Spiele gehabt in der Saison, wo es auch in der letzten Minute, ich erinnere nur ans Hinspiel, wo wir in der letzten Minute den Gegentreffer kassieren. Heute hat sich das ausgeglichen. Oder an Braunschweig. Also da auch, da lief es gegen uns. Jetzt lief es mal für uns. Ich bin einfach nur sehr glücklich und vor allen Dingen bin ich sehr froh für die Mannschaft, wenn ich gesehen habe, welche Emotionen nach dem 2:1 da rausgebrochen sind aus einigen Spielern. Da sieht man, wie sehr sie auch für diesen Verein leben und wie sehr sie sich in diese Mannschaft einbringen. Und da bin ich sehr glücklich und sehr froh und da nehme ich auch in Kauf, dass ich vielleicht ein Lebensjahr heute dafür investiert habe. Das Duo Dovedan-Schleusener noch glücklos im Januar. Der Start in den neuen Monat ordentlich. Bei beiden steigt die Formkurve. Der Dove ist in den letzten Wochen fleißig. Das gefällt mir gut, er trainiert auch gut und auch bei ihm hoffe ich, dass natürlich der Knoten platzt, dass er sich mal mit einem Tor belohnt. Heute war er entscheidend beteiligt, ohne seinen Laufweg, ohne seinen Ballkontakt wäre der Ball sicherlich nicht zur Schleuse gekommen. Und deshalb bin ich da sehr, sehr froh darüber, dass der Dove
da entscheidend dazu beigetragen hat. Ja, und Schleuse bin ich extrem froh, dem sind 1000 Steine vom Herzen gefallen, dass er uns so helfen konnte. Ich habe schon mal gesagt, der Schleuse ist ein sehr lieber Mensch, ein sehr angenehmer Mensch, der extrem viel Anerkennung innerhalb der Mannschaft hat. Und ich glaube, die Mannschaft hat sich unfassbar für Schleuse gefreut. Das hat man jetzt auch in der Kabine gesehen, dass ihm das Tor gelungen ist. Auch über die Nummer 1 Martenia darf mal wieder diskutiert werden. Höhen und Tiefen wechseln sich auch in Darmstadt ab. Er hat uns komplett im Spiel gehalten, hat viele gute Entscheidungen getroffen in 1-gegen-1-Situationen, in Blocksituationen. Wann muss er rauslaufen, wann muss er die Tiefe verteidigen, wie verhält er sich bei Eingaben von der Seite. Das war kein einfaches Spiel für einen Torhüter heute. Ich finde, er war sehr stabil, hat es richtig gut gemacht und ich finde es schade, dass er dann halt diesen Ball nicht festhalten konnte. Muss er wahrscheinlich fausten, statt festzuhalten, weil der Ball zu weit vom Körper weg war. Ich glaube trotzdem, dass der Chris wie alle anderen innerhalb der Mannschaft genau diese Emotionen auch verkörpert, die uns auszeichnen. Er hat sich in alles reingeworfen, will unbedingt helfen, trifft aber ab und zu die falsche Entscheidung. Wir haben heute auch ganz viele falsche Entscheidungen getroffen auf dem Platz. Der Club verschafft sich etwas Luft, Platz 12 mit 23 Punkten, der erhoffte Befreiungsschlag. Kann es sicherlich auch dieser Moment sein, der uns hilft, aber das werden wir erst in 2, 3, 4 Wochen beantworten können, wenn wir die nächsten Spiele absolviert haben. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und mit uns selber sehr zufrieden sein und sagen, jetzt haben wir es gestoppt und jetzt geht es in die andere Richtung. Genauso wie man auch nach und nach in eine schlechte Phase reinkommt, so wie es uns passiert ist, erst gute Leistungen nicht gepunktet, dann die Leistungen immer schlechter geworden sind, kommt man auch nach und nach wieder aus so einer Phase raus. Letzte Woche, zweite Halbzeit, war ein Schritt in die Richtung. Heute, wie die Einstellung in dem Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung. Dass das Siegtor glücklich für uns fällt, war auch ein Schritt in die richtige Richtung, weil man muss sich das Glück auch erarbeiten. Aber was das wert ist, wird die nächste Woche zeigen. Da haben wir wieder ein sehr wichtiges Spiel gegen St. Pauli vor der Brust, die im Moment einen extrem guten Lauf haben, denen viel gelingt. Dann wird sich zeigen, wie viel der Sieg heute wert war. Wir werden jetzt nicht komplett in Euphorie verfallen und genauso sind wir auch nicht in komplett Depression verfallen nach den Spielen, die wir nicht gewonnen haben. Wir bleiben fleißig, wir bleiben klar, wir bleiben inhaltlich und natürlich trotzdem auch emotional. Und heute waren wir positiv emotional und wollen das natürlich auch mitnehmen. Gegen Pauli am Sonntag stellt sich dann wieder die Clubfrage: Hund oder Baum? Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Nach dem Pokalaus gegen Werder Bremen hat sich die Spielvereinigung einmal kräftig durchgeschüttelt. Mit 4:1 gewinnt Fürth gegen das Tabellenschlusslicht Würzburg und sammelt so weiter eifrig Punkte im Aufstiegsrennen. Pflichtaufgabe also mehr als erfüllt. Sehr, sehr schwieriges Spiel. Arbeitssieg, würde ich sagen. 9 Punkte, 8:1 Tore. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das Kleeblatt ist die Nummer 1, zumindest in der Rückrundentabelle. 3 Spiele, 3 Siege, ein Start nach Maß für die Elf von Stefan Leitl. Wir sind jetzt mit 9 Punkten gestartet, haben 6 mehr als in der Vorrunde. Also wir haben schon Bock und wir haben auch Selbstvertrauen. Und deswegen, wir haben auch keinen Druck. Ich glaube, dass andere Mannschaften, die in der oberen Tabelle stehen, deutlich mehr Druck haben als wir. Ich glaube auch, dass das nicht jedem bewusst ist, wie wir in die Rückrunde gestartet sind. Wenn ich dann die Nachfragen höre oder vielleicht auch so ein bisschen die Stimmung auf der Tribüne, ich glaube, dass die Jungs einen tollen Job leisten. Aus 0:1 macht 4:1. Die Fürther zeigen gegen Schlusslicht Würzburg eindrucksvoll Nehmerqualitäten und Coolness vor dem Tor. Dass wir in jedem Spiel ein Tor erzielen können. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht neu, dass wir momentan wenige Chancen brauchen. Ja, das ist natürlich umso erfreulicher, aber ich möchte dann auch nochmal zurückblicken auf die letzten beiden Spiele, die wir gewonnen haben, ja, beide zu null, in keinem Spiel eine Torchance zugelassen haben. Das ist einfach gut, was die Jungs in den vergangenen Wochen gegen den Ball gemacht haben. Heute waren sie auch aus dem Spiel heraus gut, nur in den Umschaltmomenten. Und wenn dann die Gegner etwas stärker werden, dann darfst du dir natürlich das nicht erlauben. Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit. In den nächsten 4 Spielen geht's gegen 3 direkte Tabellennachbarn. Am Samstag wartet Spitzenreiter Hamburg. Jetzt kommt es natürlich Schlag auf Schlag. Aber auch nochmal zur Erinnerung, nach dem Hamburg-Spiel haben wir 5 Spiele in Folge gewonnen und 15 Punkte geholt. Wir genießen das Ganze jetzt und ja, wir wollen schon. Und da spreche ich jetzt nicht von den kommenden Wochen, sondern erstmal jetzt von dem Spiel gegen Hamburg. Ja, da wollen wir schon was auf den Platz bringen und
ja, einfach eine gute Leistung zeigen und dann muss sich der HSV auch strecken. Im Vorfeld gibt's schlechte Nachrichten. Der Dreier gegen Würzburg war teuer. Abwehrorganisator Mergim Maffrey muss zuschauen. Mergim hat sich ja wieder zur Verfügung gestellt und ja, es ist leider wieder die gleiche Oberschenkelverletzung. Und ja, so wie es aktuell aussieht, ohne jetzt großartig der medizinischen Abteilung vorgreifen zu wollen, wird es diesmal eine längerfristige Pause oder ein längerfristiger Ausfall sein. Und wer unsere Personalsituation kennt, kann das sicherlich verstehen, dass wir da jetzt nicht sehr so erfreulich oder glücklich drüber sind. Ja. Ohne den Abwehrchef, aber mit viel Bock, das Kleeblatt ist heiß auf die Nummer 1. So, jetzt sprechen wir über die erfolgreiche Zeit beim BMX-Fahren. Nadja, wie war so? Gab es irgendwann mal so einen sentimentalen Flashback, wenn man so sieht, 19 Jahre irgendwann mal im Schnelldurchlauf Revue passieren lassen mit den ganzen Erfolgen, deutsche Meistertitel, en masse eingeheimst? Das Sentimentalste war eigentlich, als ich den Pressebericht vom Goldenen Ring gelesen habe, weil der Benny Jung, einer unserer Vorstände, das so schön zusammengefasst und geschrieben hat. Das war sehr schön und hat mir auch nochmal so einen kleinen Rückblick gegeben. Aber ich bereue nichts, das sind alles Erfahrungen, die werde ich für immer bei mir tragen. Und alles hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Das klingt immer so kitschig, aber so ist es. Ich habe unglaublich viele Erfahrungen gesammelt. Ich bin sehr gereift und ja, davon kann mir niemand mehr was nehmen. Das heißt, du würdest alle Entscheidungen so wieder treffen. Das ist ja immer so im Rückblick. Klar, die Vergangenheit kann man nicht mehr rückgängig machen, aber es war schon deine Wunschkarriere so? Ja gut, besser geht immer. Natürlich wäre ein Weltcupsieg oder Olympiagold das Nonplusultra gewesen oder ich weiß nicht, ein großes WM-Podium oder so. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Umstände nicht ganz einfach sind hier. Ich hatte nie eine Trainingspartnerin. Ich war immer nur mit Jungs unterwegs. Wir haben keinen Trainer, mit dem ich irgendwie vor Ort oder in Deutschland trainieren kann. Das ganze System ist nicht perfekt ausgereift, muss man sagen. Ich war sehr oft auf mich alleine gestellt. Und ich aus meiner Sicht habe sehr, sehr viel rausgeholt. Ich weiß nicht, ob noch mehr gegangen wäre, aber ich habe das Gefühl, dass ich mein Potenzial irgendwie ausgeschöpft habe, was mein Körper hergibt, was mein Umfeld hergibt. Also ja, besser geht immer, aber ich glaube, ich habe sehr viel rausgeholt aus meinen Möglichkeiten. Ein Highlight mit Sicherheit die Olympischen Spiele in Rio 2016. Da haben wir auch Bilder eingefangen. Und du weißt natürlich, welche Bilder gleich am Anfang kommen. Das gehört einfach so dazu? Zu ja. Dir? Wie bitte? Das gehört einfach zu dieser Karriere mit dazu, dass man schauen muss, dass man einfach präsent auch bleibt? Mir ging es da ehrlich gesagt gar nicht so krass um die Präsenz. Ich habe mich einfach sehr über die Einladung damals gefreut von Playboy. Ich habe andere Frauen gesehen, die ich auch ja, sehr, sehr cool fand. Das waren auch Idole von mir. Und ja, ich bereue das nicht. Ich mag die Bilder immer noch. Und ich würde es wahrscheinlich auch wieder machen. Die anderen Bilder waren von der Olympiade dann. Welche Erinnerungen kommen dir da spontan? Stolz. Mittlerweile muss ich sagen, ich war die erste Frau im BMX-Sport, deutsche Frau, die Deutschland vertreten durfte.
Und ich weiß, dass ich es aus komplett eigener Kraft geschafft habe. Es gab kein Nationenranking, wo ich irgendwie durchgekommen bin, sondern ich habe wirklich mein Ticket für mich selbst gelöst. Und ein bisschen Enttäuschung schwingt auch mit, weil ich da einfach nicht die Leistung abgerufen habe, die ich hätte abrufen können oder wollen. Aber nichtsdestotrotz ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, auf die ich stolz bin. Und ja, muss man erstmal schaffen, dahin zu kommen. Absolut, du bist die Expertin. Ein bisschen Kaffeesatz lesen. Meinst du, Olympia wird dieses Jahr stattfinden? Also die Verantwortlichen setzen ja alles dran. Hygienekonzepte werden mittlerweile entwickelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht stattfinden, um es mal so auszudrücken. Wenn sie stattfinden, dann werden es nicht die gleichen Spiele sein. Das steht fest. Also ich bin schon sehr froh, dass ich in Rio war und dass ich die Erfahrung mitnehmen durfte, dass das meine einzigen Spiele waren, weil die Vibes dort waren schon sehr cool. Und ich glaube, Tokio wird anders, wenn es stattfindet. Wir begleiten dich ja schon seit Jahren, kann man sagen, von den Anfängen. Auch da haben wir noch ein paar Bilder eingefangen, dass man dich mal in Action sieht. Die sind auch schon ein bisschen älter. Wie wichtig ist dir mittlerweile die Heimat geworden? Du bist hier wohnhaft und sesshaft geworden. War das auch so ein Punkt, wo du sagst, okay, du willst jetzt auch neben dem Sport was überhaupt aufbauen? Man muss ja auch an die berufliche Zukunft denken. Ja, ich bin schon immer ein Familienmensch gewesen, muss ich sagen. Und ich bin schon immer gerne hier in Erlangen-Nürnberg gewesen. Ich habe mir hier irgendwie auch mein Trainingsumfeld dann so aufgebaut, dass es alles für mich sehr gut funktioniert hat. Und ja, gerade im Alter, sage ich jetzt mal, gut, ich bin noch nicht wahnsinnig mit alt. 26. Aber natürlich schaut man da, was macht man danach, wo soll es hingehen. Und ich habe meinen Freund hier, der hat hier eine feste Arbeit und ja, baue mir aktuell auch was nebenher auf mit ihm zusammen, worüber wir leider aktuell noch nicht sprechen können. Aber ja, ich will hier bleiben und mir hier was aufbauen. Und da denkt man natürlich schon drüber nach, wenn man kein Fußballspieler ist und nicht erst mal 15 Jahre ohne ein Gehalt auskommt. Wenn du uns noch nicht alles verraten willst, aber ein bisschen was, was soll es denn in Zukunft werden? Mit dem Sport verbunden bleiben? Ich glaube, Bachelorarbeit steht gerade an, Psychologiestudium. Ein bisschen was darfst du verraten? Genau, also meine Bachelorarbeit schreibe ich gerade. Die ist so halbfertig, würde ich sagen. Und ansonsten wird es wahrscheinlich in einer sportlichen Richtung weitergehen. Ja. Aber muss es dann irgendwas mit BMX zu tun haben? Gut, die Bahn ist ja in Erlangen. Würde ja naheliegen, dass man seine Erfahrungen, die du ja gesammelt hast, irgendwie den Kids weitergibt. Das muss ja nicht die Hauptprofession sein. Ja, habe ich überlegt. Natürlich, ich bin an sich sehr offen, mein Wissen weiterzugeben. Ich helfe Kleinen sehr gerne weiter, weil ich weiß, wie viel ich davon profitiert habe oder auch profitiert hätte, wenn ich noch mehr davon bekommen hätte. Aber es wird nicht mein Hauptaugenmerk sein. Und es ist auch in Deutschland schwer, damit, sag ich mal, gutes Geld zu verdienen, wenn man in der Region bleibt. Eine coole Aktion, die ich weiß nicht, ob sie schon angelaufen ist oder anläuft, ist auf Unser Club auf der Plattform. Da trainieren die Athleten vom Goldenen Ring, ist sozusagen Home-Training. Erklär mal, was da auf dich zukommt oder auf die Leute. Genau, da kann man eben mitmachen und ich weiß gar nicht, in welchem Zeitabstand das läuft, vielleicht wöchentlich. Genau, es sind verschiedene Home-Trainings einfach, die von uns als Spitzensportler angeboten werden. Das sind ja Online-Workouts einfach. Und der Matthias Schinder, der ja auch hier schon zu Gast war, und ich, wir machen so kleine Runden über Ernährung. Also Ernährung im Sport oder generell Ernährungsbasics kann man sich gerne anhören. Und mit allen anderen Athleten gibt es so Mini-Home-Workouts. Das ist auch eine sehr coole Aktion. Und obwohl ich jetzt nicht mehr im Goldenen Ring bin, ja, leiste ich da auch sehr gerne noch meinen Beitrag. Wie muss ich mir jetzt trotzdem den Alltag in der Pandemie vorstellen? Wir sind alle trotzdem noch davon sehr betroffen. Wie ist es bei dir? Ist es einigermaßen machbar? Gut, mit Bachelorarbeit, da verkriecht man sich eh hinter dem Computer meistens. Ja, eben. Also bei mir läuft aktuell sowieso alles von daheim. Meine Bachelorarbeit würde ich eh daheim schreiben oder halt vorzugsweise in einem Café. Gut, das muss ich halt gerade umgehen. Aus. Genau, und ansonsten, wie gesagt, ich habe mir einen Bus gekauft, den ich selbst ausbaue, jetzt vor 2 Monaten, glaube ich, und der ist auch schon fast fertig. Da habe ich unheimlich viel Zeit reingesteckt. Das macht man auch eigentlich so fast richtig nur daheim. Am Motor tüfteln oder eher Innenausbau? Wie muss ich mir das sagen? Nee, einen Camper ausgebaut, also okay. Einen leeren Lieferwagen gekauft und jetzt ist da alles drin. Küche, Bett,
Gasheizung, Herd, Wasser, alles. Genau, da fließt unglaublich viel Zeit rein und da ist man auch froh, wenn man nichts anderes machen kann, ne? Weil da steht halt nichts an und man kann viele, viele Stunden dort verbringen. Und gut, abends das Training mache ich halt im Home Gym. Da haben wir Glück, dass wir das so eingerichtet haben, dass ich eigentlich alles habe. Ich habe schwere Gewichte, ich habe eine Klimmzugstange, kann da ganz normal trainieren. Ja, also mich stört es aktuell nicht so, aber wenn das Wetter besser wird, dann will ich auch unbedingt mit meinem Bus wegfahren. Du verrätst uns gleich, wo es als erstes hingeht, aber zuerst gibt es noch Spind of Fame. Du hast den Stift neben dir liegen. Such dir einen aus. Gar keinen Platz mehr. Ja, ein bisschen was. Soll ich dahinter? Geht das wie auch? Du willst. Ja, da ist ein bisschen mehr Platz. Dann verrat uns, was es gibt. Einfach eine Unterschrift. Passt ja, das? Absolut. Mit Herz. Und ein letztes Mal meine Career Number. Sehr schön, die 53. Dann, Nadja, darfst du noch hinsetzen. Darfst dich hinsetzen. Dann verrat uns noch, was ist das erste Ziel mit dem Bus? Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, wie es ist von den Risikogebieten her. Aber wahrscheinlich will ich Mountainbike fahren gehen mit meinem Bruder und seiner Freundin. Vielleicht Frankreich oder Italien, wenn es möglich ist. Also dann hoffen wir mal, dass es bald wieder möglich ist und vor allem, dass das Wetter auch passt, dass man mit dem Mountainbike fahren kann. Nadja, ich sage vielen Dank für deinen Besuch, wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Du gehst in die Geschichte ein als eine der erfolgreichsten Sportlerinnen und freue mich immer wieder, wenn du hier bist. Danke für deinen Besuch und das war die Toto Sportkabine für heute. Tschüss und Servus.